Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet, schrieb Friedrich Nietzsche 1882. Um zu verstehen, was der deutsche Philosoph meinte und was er über den Menschen, die Moral und die Gesellschaft als Ganzes dachte, haben wir mit Professor Stephen Hicks für diese Sprout-Sonderserie zusammengearbeitet. Seit Tausenden von Jahren sind die Menschen religiös. Aber in der modernen Welt ist die Religion nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst. Nietzsches dramatischer Satz »Gott ist tot« soll die schockierende Bedeutung dieser Offenbarung zum Ausdruck bringen. Wer religiös aufgewachsen ist, für den hat die Religion die Welt personifiziert. Sie gab ihnen das Gefühl, dass die Welt einen Sinn hat und dass sie Teil eines größeren Plans sind. Sie gab ihnen die Gewissheit, dass wir trotz des äußeren Anscheins alle gleich sind, dass für uns gesorgt wird und uns nach dem Tod, anstelle eines kalten Grabes, möglicherweise ein glückliches Ende auf uns wartet. Doch in der modernen Welt fällt es uns immer schwerer, an diese Werte zu glauben. Wir haben den dramatischen Aufstieg der Wissenschaft erlebt, die unbequemere Antworten auf Fragen bietet. Antworten, auf die die Religion traditionell ein Monopol hatte. Wir haben uns von den Fesseln des Feudalismus mit seiner uneingeschränkten Akzeptanz von Autorität befreit. Wir sind individualistischer und naturalistischer in unserem Denken geworden. Aber aus historischer Perspektive gesehen ist dies alles sehr schnell geschehen. Seit Jahrtausenden sind wir religiös, aber im 19. Jahrhundert hat selbst der Durchschnittsmensch gehört, dass die Religion möglicherweise am Ende ihrer Reise angelangt ist. Für die meisten von uns ist schon allein dieser Gedanke ein Vorbote einer Krise. Stellen wir uns einen 13-Jährigen vor, der mitten in der Nacht von Fremden geweckt wird und erfährt, dass seine beiden Eltern gestorben sind. Er ist plötzlich ein Waisenkind. Solange er sich erinnern kann, waren seine Mutter und sein Vater in seinem Leben präsent. Sie haben sich um ihn gekümmert und ihn geleitet. Jetzt sind sie nicht mehr da, und ob er bereit dafür ist oder nicht, muss er sich allein in dieser Welt zurechtfinden. Wie geht der junge Teenager mit dieser plötzlichen Veränderung um? Kulturell, sagt Nietzsche, sind wir wie dieser junge Teenager. Solange wir denken können, hat sich unsere Gesellschaft darauf verlassen, dass Gott, der Vater, für uns sorgt. Doch nun sind wir plötzlich verwaist. Wir wachen eines Morgens auf und stellen fest, dass unser naiver religiöser Glaube aus der Kindheit in unserem Herzen verwelkt ist. Ob wir es wollen oder nicht, eine Frage drängt sich uns auf. Wie begegnen wir der Aussicht auf eine Welt ohne Gott und ohne Religion? Im 19. Jahrhundert, so Nietzsche, konnten die meisten Menschen mit dieser Frage nicht gut umgehen. Sie wichen dem Thema aus, ahnten, dass sie sich damit auf gefährliches Terrain begaben. Ein Leben ohne Religion ist zu beängstigend, um darüber nachzudenken. Also ziehen sie sich in eine Sicherheitszone des Glaubens zurück und wiederholen nervös die Formeln, die sie über den Glauben gelernt haben. Für Nietzsche etwas besser, aber nicht viel besser, sind die Sozialisten des 19. Jahrhunderts. Der Sozialismus ist auf dem Vormarsch und viele Sozialisten akzeptieren, dass Gott tot ist. Aber dann sind sie sehr darauf bedacht, dass der Staat Gottes Platz einnimmt und für sie sorgt. Der mächtige Staat wird für uns sorgen und uns sagen, was wir gegen die bösen Menschen in der Welt tun sollen. Man muss sich das so vorstellen. Die jüdisch-christliche Tradition sagt, dass dies eine Welt der Sünde ist, in der die Schwachen unter den Händen der Starken leiden, dass wir alle selbstlos sein und Gott und anderen dienen sollten, besonders den Kranken und Hilflosen. Und dass in einer zukünftigen idealen Welt, dem Himmel, sich der Löwe mit dem Lamm niederlegen wird und die unumstößliche Macht Gottes bringt den Sanftmütigen Rettung und den Bösen das Gericht. Die sozialistische Tradition sagt, es ist eine Welt der bösartigen Ausbeutung, in der die Starken die Schwachen ausnutzen. Aber wir sollten alle selbstlos sein und uns für das Wohl anderer aufopfern, besonders für die Bedürftigen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Und die Kräfte der Geschichte werden zwangsläufig eine zukünftige ideale Welt hervorbringen,
die allen harschen Wettbewerb beendet, die Unterdrückten stärkt und die bösen Ausbeuter beseitigt. Sowohl die Religion als auch der Sozialismus verherrlichen also Schwäche und Not. Beide schrecken vor der Welt zurück, wie sie ist. Hart, ungerecht, rau. Beide fliehen in ein imaginäres zukünftiges Reich, in dem sie sich sicher fühlen können. Beide sagen, sei ein netter Junge, sei ein braves kleines Mädchen, teile, habe Mitleid mit den kleinen Leuten. Und beide suchen verzweifelt jemanden, der sich um sie kümmert, sei es Gott oder der Staat. Wo also, fragt Nietzsche, sind die mutigen Menschen? Wer ist bereit, in den Abgrund zu blicken? Wer kann allein auf dem eisigen Berggipfel stehen? Wer kann einem Tiger in die Augen sehen, ohne zusammenzuzucken? Fortsetzung folgt. Nietzsche, der 1844 geboren wurde, war nicht nur ein scharfer Kritiker der Kirche und des Sozialismus, sondern auch des Nationalismus und des Antisemitismus. Seine strenge moralische Haltung führte dazu, dass er viele seiner intellektuellen Freunde offen verurteilte und sogar die Beziehung zu seiner eigenen Schwester zerbrach, die einen notorischen Antisemiten heiratete. Was denkst du über Nietzsche? Stimmst du mit seinem Verständnis der Welt, in der wir leben, überein? Weitere Informationen über diesen außergewöhnlichen Menschen und seinen Einfluss auf unsere Gesellschaft findest du in den Beschreibungen unten. Hier findest du auch einen Link zu Stephen Hicks ausführlichem Bericht über den deutschen Philosophen.